Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin ein bisschen zu groß für dieses Mikro. Egal. Schön, dass Sie alle hier sind in dieser Kirche, eine Gottesdienstatmosphäre. Ich begrüße Sie also jetzt nochmal richtig. Liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Lieber Gerhard Baum, lieber Martin Schulz, meine Damen und Herren. Der Tag, auf den ich mich sehr freue, dient nicht dem Zweck an, Frank Schirmacher zu erinnern. Wir haben da einen kleinen Fehler in dem Programmheft, denn das müsste man nur, wenn er vergessen wäre. Und wenn wir uns heute mit den Möglichkeiten von Autonomie und den Chancen der Demokratie unter digitalen Bedingungen befassen, dann tun wir das nicht zu seinen Ehren, sondern weil uns das Thema angeht. Was wir hier machen, ist ein Arbeitstreffen, kein Gedenktag. Es ist Schirmachers Verdienst, die Bedrohungen der Digitalisierung früher erkannt zu haben als die meisten. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen über eine Firma, das konnten Sie googeln, das empfehle ich Ihnen nochmal nachzulesen, Cambridge Analytics, die sich rühmt, sowohl am Brexit als auch an der Wahl Donald Trumps beteiligt gewesen zu sein, und zwar durch Big Data. Nicht? Sie wissen das, wir wissen es inzwischen alle, mit 10 Facebook-Likes kann man eine Person besser einschätzen als ein durchschnittlicher Arbeitskollege. Mit 70 Likes weiß man schon mehr als ein guter Freund. Mit 150 mehr als die Eltern. Mit 300 Likes kann man eine Person eindeutiger vorhersagen in ihrem Verhalten als der eigene Partner. Und wenn man noch mehr Likes hat, dann kennt man einen Menschen besser, als er sich selbst kennt. Der Mann, der diesen Mechanismus erfunden hat, Michael Kosinski, hat nachher gesagt, ich habe die Bombe nicht gebaut, ich habe nur gezeigt, dass es sie gibt. Und das ist ein sehr guter Vergleich, die Bombe. Big Data kann so gefährlich sein wie die Atombombe für uns. Das alles, Sie merken es schon, könnte direkt aus einem Buch von Frank Schirmacher sein, das könnte aus dem Buch Ego sein, seinem, wie ich finde, spannendsten Buch und vielleicht auch seinem schwierigsten. So, wir haben heute viel vor, deshalb werde ich Sie jetzt hier gar nicht lange aufhalten. Wir haben 4 Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Die Macht digitaler Konzerne, in Blockchain we trust, digitale Infrastrukturen vertrauen, das ist das zweite Panel. Das dritte, wie Technologie unser Denken beeinflusst und schließlich Demokratie im digitalen Zeitalter. Was ich selber moderieren werde, darauf freue ich mich schon sehr. Ich sage dann jeweils etwas zu den Panels und zu den Teilnehmern nachher. Einen Satz noch, bevor ich weitergebe. Die Digitalisierung ist eine schnelle Kraft, eine schnelle Entwicklung und die Auswirkungen sind umfassend. Und je schneller sie ist und je umfassender sie wirkt, desto dichter ist der Nebel, in den wir sehen, wenn wir nach vorne blicken. Da brauchen wir schon sehr, sehr helle Gedanken, wenn sie uns den Weg leuchten sollen. Und Schirmachers Gedanken haben gestrahlt. Also nochmal, wenn wir diesen Tag heute Frank Schirmacher widmen, dann tun wir das nicht seinetwegen, sondern wir tun es unseretwegen. Und jetzt möchte ich das Wort an Martin Schulz übergeben, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, den SPD-Politiker, von dem manche, darunter auch ich, uns im kommenden Jahr sehr viel erhoffen und erwarten, und dem Freund Frank Schirmachers. Bitte, lieber Herr Schulz.